Arigato. Hallo, hier ist die Manuela von Japanischlern.at und heute schauen wir uns ein sehr spezielles Thema an in der japanischen Sprache, und zwar, wie man etwas vergleicht. Wir haben das gestern bei uns im Kurs gehabt und ich habe eine Schülerin dabei gehabt, die gesagt hat, ich bin eigentlich nicht gut im Sprachenlernen, aber ich bin gut in Mathematik. Kannst du mir dieses Thema vielleicht nicht mathematisch erklären, also mit einer Formel? Und das habe ich gemacht und ich möchte euch das gerne heute auch zeigen. Also es geht um Vergleiche, also etwas ist größer, schneller, was auch immer, als ein anderes Ding. Ich habe jetzt eine kleine Tafel vorbereitet. So. Gut, also fangen wir an mit einem Grundsatz. Ja. Etwas, wir machen es schrittweise. Etwas ist schnell. Also zum Beispiel das Auto. Auto heißt auf Japanisch Kuruma. Kuruma wa hayai desu. Hayai heißt schnell. Kuruma ist das Auto. Das wa ist das Satz-Thema-Partikel. Satz-Thema heißt, das ist etwas, das ich speziell hervorheben möchte, etwas, das schon bekannt ist. Ich weiß, dass es ums Auto geht, um Kuruma, und ich gebe es eine zusätzliche Information dazu, und zwar, dass es eben schnell ist. Hayai. Hayai des. Des macht das Ganze nur noch höflich. Ich müsste das des eigentlich nicht dazu geben. Also, Kuruma wa hayai des. Gut. Das schaut jetzt auf mathematisch so aus. X ist Y. Wobei X für das Satzthema, also worum es eigentlich geht, steht, und y die Eigenschaft ist. Also x ist y. Nicht ist gleich. Also haben wir gestern schon gehabt, dass sagt, nein, x kann nicht y sein, das kann es ja nicht sein. Obwohl, naja, also die Eigenschaft y trifft auf x zu. Ja, wenn man jetzt, ich bin keine Mathematikerin, ich bin aber mit einem sehr technisch visierten Mann verheiratet, also von dem her, ja, kenne ich mich da gleich ein bisschen zumindest aus. Und auch japanisch eben x. X hat, oder X, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, wa, in diesem Satzteilpartikel, Y oder Y, des. Gut, also ein ganz normaler Aussagsatz. Wir wollen jetzt aber sagen, X ist im Vergleich zu etwas anderem, und das nehmen wir dann Z, schneller, was auch immer, ja. So, das sehe ich mich selbst nicht mehr. Ja, so. Ach so, ist besser, genau. Genau. Also x ist im Vergleich zu z mehr oder weniger, was auch immer. Das nur schauen. Könnt ihr mich eigentlich hören? Jetzt ist die Frage, gell? Aber ich glaube schon. Noch nicht. Okay, perfekt. Genau. Also x ist im Vergleich zu z mehr oder weniger y. Also y, haben wir gesagt, ist das Adjektiv, also die Eigenschaft. Und z ist das Ding, womit wir vergleichen. Also x ist das Satzthema und z ist das Objekt, mit dem wir das x vergleichen. Gut, also x ist im Vergleich zu z mehr oder weniger y. Das heißt, das Y ist die Eigenschaft und die muss sich eigentlich nicht verändern. Also im Deutschen haben wir schnell, leer, besser und was auch immer. Die Eigenschaft selbst, das bleibt gleich. Also das Hayai, das schnell bleibt gleich. Was ich aber dazu gebe, das Yori. Das Yori ist aber dann nicht bei der Eigenschaft selbst dabei, sondern bei dem Vergleichsthema. Also bei dem hier. Also wie gesagt, Z ist das Vergleichsobjekt. Und dahinter steht das Yori, also das Als eigentlich im Deutschen. Ja. Also man könnte es jetzt wortwörtlich übersetzen, X ist im Vergleich zu Z, Y. Aber eben durch das Yori eben das mehr oder weniger Als. Das heißt, wenn wir jetzt das vergleichen, jetzt, wir sagen jetzt, das Auto ist schneller als ein Fahrrad. Fahrrad heißt auf Japanisch Jitensha. Jitensha, ihr habt das dann, glaube ich, eh im Text auch dabei stehen, habt das nicht dazu geschrieben, Jitensha. Ihr könnt auch irgendwas nehmen, ja. Ihr könnt auch sagen Pferd, ja. Pferd wäre Uma auf Japanisch, ja. Aber machen wir es mit Fahrrad. Also das X, haben wir gesagt, ist das. Du kannst es dann nachher schon noch anschauen, also Momo, wenn du magst, du kannst es dann, wenn es fertig ist, ist es dann auf der Webseite verfügbar und kannst es dann auch noch ganz von vorne wieder anschauen. Also X, sagen wir jetzt, ist das Auto, also Kuruma wa.
im Vergleich zum Fahrrad, Zitensha Yori, Y des. Also Y gesagt ist Hayai. Also Kuruma wa Zitensha Yori Hayai des. Also ich sage es jetzt nochmal. Kuruma wa Zitensha yori hayai desu. Also im Prinzip zum ersten Satz immer ganz am Anfang gesagt, na, X ist Y, also Kuruma wa hayai desu. Der Satz bleibt eigentlich bestehen und ich gebe nur die zusätzliche Information, das im Vergleich zu Fahrrad dazu. Das Z yori eben. Also Zitensha yori gebe ich einfach noch in der Mitte dazu. Dann, also es ist nicht zu so kompliziert denken. Am einfachsten ist wirklich den ganz normalen Satz, das Auto ist schnell. Und dann gebe ich noch dazu als das Fahrrad. Das ist eigentlich relativ, ja, wirklich verständlich. Wenn du dann das einmal so ungefähr verstanden hast, soll ich das mal kurz weg, mir fallen schon die Hände runter. Wenn du das mal ungefähr verstanden hast, dann würde ich erst die nächsten Schritte gehen. Weil es gibt sehr viele Varianten im Japanischen, wie man etwas vergleichen kann. Das ist mal die einfachste Variante. Wenn du dann das verstanden hast, einfach mal anfangen, auch selbst Sätze zu schreiben. Das heißt, vielleicht machst du statt Auto Flugzeug und statt dem Fahrrad ein Schiff. Und dann kannst du anfangen, das Hayai durch Osoi zu ersetzen. Osoi heißt langsam. Deshalb drehst du das Ganze um. Du sagst dann nicht mehr, dass es um das Auto geht, sondern zum Beispiel um das Fahrrad. Also Zitensha wa im Vergleich zum Auto, Kuruma yori, Osoi desu. Dann hast du das Ganze umgedreht sozusagen. Ja. Also ich würde vielleicht sagen, ja, dann halt langsamer. Genau. Ja, dann gibt es ja noch andere Varianten. Und zwar das, was da unten steht. Da steht jetzt X no ho ga Z yori Y des. Also wir haben jetzt im Prinzip wieder genau die gleiche Aussage, nur wir haben dieses no ho darinnen. Ho heißt, so, ho heißt Richtung. Also X no ho in Richtung X. Und dann eben das Ga, das ist ja das Subjekt. Also was das X in Richtung X ist. Im Vergleich zu Z, also zum, in dem Fall haben wir gesagt, das Fahrrad, schneller. Also in Richtung X ist schneller als das andere. Musst du aber nicht sagen, du kannst das No-Ho weglassen. Aber es gibt eben Leute, die sagen eher das mit dem No-Ho und es gibt Leute, die sagen das ohne dem No-Ho. Es klingt vielleicht ein bisschen eloquenter, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen schöner, wenn du das mit dem No-Ho machst, musst du aber nicht. Also wie gesagt, wenn du den ersten Satz verstanden hast, nur mit dem Yori, dann würde ich mich daran setzen und das mit dem No-Ho machen. Und ich kann das Ganze auch umdrehen. Ich kann auch sagen Z-Yori. Also ich kann das Z-Yori nach vorne geben. Solange das Wort mit seinen Partikeln, also Yori ist im Prinzip ja auch ein Partikel. Partikel heißt, im Japanischen sind das Silben, die mir sagen, welche Rolle spielt denn das Wort im Satz. Also das Ga ist ein Partikel, das Ga ist das Subjektpartikel, also was vor dem Ga steht, ist das Subjekt vom Satz. Yori ist eben das Partikel, das man sagt, das mehr oder weniger als irgendetwas. Gut, also X no ho ga. In dem Fall, jetzt machen wir es mit Beispielsatz, mit richtigem Japanisch. Nehmen wir es wieder mit dem Auto. Kuruma no ho ga Zitensha yori hayai desu. Also ist die Aussage so, wie es da steht. Und jetzt vertauschen wir, jetzt geben wir das Z yori nach vorne. Zitensha yori Kuruma no ho ga hayai desu. Also ich habe nur das Z yori nach vorne gegeben. Also ich kann im japanischen Satz die Satzteile hin und her verschieben, solange das Wort mit seinem Partikel zusammenhängt. Also ich kann nicht das Z jetzt alleine hingeben vorne und sagen jetzt zum Beispiel Chitensha. Also Chitensha Kuruma no ho ga hayai desu. Das wird nicht gehen. Also das Yori muss zusammen sein. Also ich muss sagen Chitensha Yori Kuruma no ho ga hayai desu. So funktioniert das Ganze. Dann könnte man natürlich noch sagen, also die Frage dazu, weil das ist ja eigentlich die Antwort. Natürlich muss man sich immer überlegen, was ist denn eigentlich die Frage dazu? Also das ist ja im Prinzip die Antwort. Ne? Die Frage dazu ist natürlich, ich habe jetzt mehrere Sachen und sage, welches von denen?
Also wir haben jetzt gesagt, das Auto und das Fahrrad. Kürümer ka, Zitensia ka. Also entweder oder ich kann auch sagen, Kürümer to Zitensia. Dore oder dochira, dochira, da gibt es mehrere Varianten. Dochira ga hayai desu ka? Das Dore heißt welches und das Dochira heißt auch welches. Nur das Dore verwende ich, wenn ich mehrere Sachen zur Auswahl habe. Das Dochira verwende ich, wenn ich nur zwei habe. Also hier haben wir nur zwei Sachen, also würde ich sagen Dochira. Statt Dochira kann ich noch sagen Dochi. Das klingt ein bisschen niedlicher und das verwenden eher Kinder. Das heißt, das Dochira ist höflicher und das Dochi ist, ja, eher, geht eher so, wenn ich mit Freunden spreche, funktioniert das ganz gut. Genau. Dochira wa, dochira ga hayai desu ka? Dochira ga hayai desu ka? Ich glaube, das sollte ich dann nachher nochmal aufschreiben. Das schreibe ich jetzt auf. Sonst ist es ein bisschen blöd zu verstehen. So, wollte ich jetzt kurz die Tafel löschen. Stehen Kuruma to Jitensha to Dochira ga hayai desu ka? Also ich habe Kuruma, das to ist das und eigentlich. Aber wenn ich jetzt zwei sozusagen zur Auswahl habe, Kuruma to Jitensha to, das heißt, ich tue das to zweimal anhängen. Dochira, also welches? Dochira ga, das ga ist wieder das Subjektpartikel, weil wir fragen ja nach dem Subjekt, na welches? Welches ist schnell? Welches ist schneller? Dochira ga hayai desu ka? Welches ist schnell? Dochira ga hayai desu ka? Und dann wäre eben die Antwort, wie wir es jetzt gehabt haben. Kuruma no hou ga hayai desu. Das Auto ist schneller. Also das würde alleine wieder auch schon genügen. Kuruma no hou ga hayai desu. Ich schreibe das jetzt auch noch hin. Kuruma no hou ga desu. Dann noch die andere Variante. So, da. Kuruma no hou ga. Das ist das Spiegel, ich nehme das um Spiegelverkehr. Hayai desu. Also in Richtung Auto ist schnell. Also in Richtung Auto ist schneller sozusagen, ja. Kuruma no hou ga hayai desu. Also habe ich jetzt das Chitensha gar nicht mehr drin, sage nur das Auto ist schneller. Wenn ich jetzt sagen möchte, das Auto ist im Vergleich zum Fahrrad schneller, dann kann ich das noch dazu geben. Das habe ich wieder Kuruma no hou ga und dann wieder Chitensha yori, also als das Fahrrad. Hayai desu. Schreiben wir es auch noch dazu. Vielleicht in einer anderen Farbe. Ich glaube, man versteht ja. Das ist rot. Kuruma no hou ga. Das ist genau. Kuruma no hou. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht so sehr. Zitensha yori hayai desu. Also Kuruma no hou ga hayai desu. Das wird in Richtung Auto ist es schneller, also das Auto ist schneller. Und jetzt, wenn ich noch sagen möchte, eben im Vergleich zum Fahrrad, das Zitensha
Jori eben noch dazu. Jitensha Jori. Als das Fahrrad. Gut. Also jetzt können wir vergleichen, ja? Schnelligkeit, Gewicht, was auch immer, also was dir gerade einfällt. Vielleicht magst du dann selbst Beispielsätze hier als Kommentar runterschreiben. Schauen wir uns dann gerne an, ob es dann stimmt. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen bei diesem Thema, weil es ist, also ich kann mich erinnern, dass ich das erste Mal gelernt habe, das ist schon viele, viele Jahre her, bin ich ja ganz alt. Da war das für mich extrem schwierig zu verstehen, wenn da jetzt steht, Chitensha Yori. Ist jetzt das Chitenche das Schnellere oder ist jetzt das Kuruma das Schnellere? Aber wenn man sich überlegt, das Wa ist das Satz-Thema-Partikel, also das ist das, worauf sich eigentlich bezieht, der normale Satz. Es geht um das Kuruma. Kuruma Wa. Das Wa sagt man, es geht um das Kuruma. Das Yori ist ja nur das Als. Das heißt, es kann ja nicht um das Chitenche gehen. Das Chitenche ist nur das Vergleichsobjekt. Also bezieht sich die Aussage auf das Kuruma, auf das Auto. Chitenche Wa. Ah, jetzt komme ich schon komplett durcheinander. Kuruma wa Chitensha yori hayai desu. Der Grundsatz ohne irgendwelche Zusatzinformationen wäre ja eigentlich nur Kuruma wa hayai desu. Und das Chitensha yori ist nur die zusätzliche Information. Das Z sozusagen. Gut, also das war's. Ich wünsche euch Mahlzeit. Bei uns ist gerade Mittag. Ich werde jetzt irgendwas essen und dann sage ich Tadakimasu. Arigatou gozaimashita. またねー。